Hallo, ich war gestern auf der Modell-, Hobby- und Spielmesse in Leipzig und möchte euch heute mal zeigen, was ich da alles so Schönes geshoppt habe. Zuerst war ich, was heißt zuerst? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich zuerst war. Ich fange einfach mal mit Ideen mit Herz an. Da habe ich mir dieses Metallineal geholt. Das war auch gar nicht so, ich glaube 1,50 € oder 2 € kam das. Dann, was ich schon die ganze Zeit haben wollte, die Schneidematten von Idee mit Herz. Die sind so schön stabil. Da habe ich einmal die kleine, die kam 1,50 € und einmal die ganz große. Für die habe ich 3 € bezahlt. Ja, die lassen wir gleich mal liegen. Dann habe ich mir ein Falzbein mitgebracht. Wie auch immer. Und was habe ich noch von denen mit Herz? Oh ja. Faltpapiere. Einmal dieses hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Gold und Permut. Das sind 100 Stück drin. Dafür habe ich, glaube, 2 € bezahlt. Und für die habe ich, glaube ich, 2,50 € bezahlt. Die sind metallic. Das sind weniger aber drin. Da sind jeweils 65 Stück drin. Und habe ich schon probiert. Meine Mama hat mir nämlich da was Tolles gezeigt, wofür ich die benutze. Und dann musste ich natürlich gleich gestern Abend noch was ausprobieren. Und zwar ist das ein Falzstern. Eine Perle. Wenn man die hier hochzieht, kann man den wunderbar auseinanderziehen. Dann macht man, da kriege ich es gleich hin, die Perle wieder runter. Und dann hat man da eine. Oh, die Farben kommen jetzt gar nicht so rüber. Es ist ein wunderschönes Türkis Metallic Blau. Ja, und wenn man die wieder wegräumen will, einfach wieder aufmachen. Zusammenfalten und die Perle runterziehen. Fand ich eine schöne Idee und da freue ich mich, dass ich die bekommen habe. Da werde ich ein paar für Weihnachten noch machen. Ja, das war es auch, glaube ich, schon von Ideen mit Herz. Dann habe ich mir diese Sticker gekauft. An welchem Stand das war, weiß ich nicht mehr. Dafür habe ich 3 € bezahlt. Oh, ich musste nur kurz. Ah, verdammt. Nicht was holen. Bin ich dran gedonkt. Egal. Ich drehe das jetzt nicht nochmal neu. Ich glaube, ich werde krank. War ich bei dem Stand Lupus. So rum. Die hatten, so blöd es klingt, Klebestift. Das ist ein Hartklebestift. Sieht doch ganz anders aus. Man kann ja drauf dütschen. Der klebt nicht. Wobei man denkt, hä, Kleber, der nicht klebt. Aber der klebt so gut, wenn man. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das werde ich nicht hinkriegen. Der zieht so Fäden und der klebt innerhalb von einer Minute, der ist das Papier fest. Ah, jetzt sieht man es schon, wenn ich es so mache. Was der für Klebefedern? Wahnsinn. Und gut, der war jetzt ein bisschen teurer. Aber auch Messeangebot. Ich glaube, erst sonst kommt es kostet 4,95 € und diesmal habe ich glaube nur 3 € bezahlt. Na, ich sage, den nehme ich mal mit, das probiere ich aus und habe, wie gesagt, den da schon mitgeklebt. Einwandfrei. Dann war ich an dem Stand von Sommerabend. Da habe ich schon bestellt. Das ist der Wanderschock. Genau, und ich glaube, die Gute heißt Christine. Ich bin nichts Verkehrtes sagen. Ich glaube, Christine. Was, Christine? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Verkehrtes. Christine, ich glaube, Christine. Ja.
Ja, konnte ich nicht widerstehen, musste ich mir auch ein paar Stempelchen mitnehmen. Da habe ich eigentlich schon was vorbereitet. Ich bin heute so unorganisiert. Genau, das sind diese Stempel. Oh. Na? Na. Naja, man sieht's. Ich krieg's aber auch nicht scharf. Jetzt. So, die habe ich mir mitgenommen. Und weil ich Wiederholungstäterin war, habe ich diesen noch, durfte ich mir extra aussuchen, noch einen kleinen. Miko, vielen Dank dafür nochmal an dieser Stelle. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, und die fand ich einfach so süß. Und die habe ich dann auch in so einer schönen Metallbox hier bekommen. Die kleinen Stempelchen. Ja, da 2 Euro kam da ein Stempelchen. Gibt es auf der Wanda jedenfalls. Genau, der Shop heißt Sommerabend, wenn es euch interessiert. Dann habe ich Such, Such. Fangen wir mal damit an. Eine Stempelkissen noch geholt. Ich schütze einfach mal kurz aus. Ach, jetzt noch ein Stempel versteckt. Ein Kuss. Der kam 50 Cent. Ich glaube 50 Cent. So, und da haben wir die Versa Magic Joggings. Da habe ich ein paar Farben. Ich war sonntags da. Leider. Ich denke mal, vorher hatten die mehr Farben. Und die hatten nur diese fast alle Farben, die ich schon habe. Und dann so eher, naja, so die Herbstfarben. Ich habe eigentlich schon Gelb gesucht. Haben noch da habe ich mir diese 6 Stück hier rausgesucht. Und dann habe ich mich total gefreut an einem Stand. Ich hatte bei uns im Bastelladen schon Stempel bekommen von Icing. Ich habe die nirgendwo im Internet gefunden. Und die hatten die kleinen davon da. Und die haben so tolle Farben. Die stempeln so toll. Und da habe ich mich so gefreut, dass ich die bekommen habe. Und da kam eins, 1,95. Gelbes. Und das ist orange, das sieht man jetzt wieder nicht. Die sind die Stempelkissen. Was hier so im Hintergrund rumraschelt, ist meine kleine Katze, die mit eingezogen ist. Die stellt alles ein bisschen auf den Kopf und so. Und dann war ich an einem ganz tollen Stand aus den Niederlanden. Da habe ich mir einmal ein Papier rausgesucht. Das ist Mint. Dafür habe ich 2,50 € bezahlt. Und hier sind dann 10 verschiedene drin. Also, aber immer mit Mint. Kannst du irgendwie kurz rausholen. Mal kurz raus. Na, hier ist noch eins dahinter. Herzchen. Zwei normale. Oh. Da fehlt nur eins. Wo ist es denn? Irgendwo dahinter klemmt es mit Wölkchen. Wo ist es denn? Ach, hier liegt es da noch. Hühnchen und Wölkchen. Das fand ich total schön. Dann hatten die auch noch Designpapiere. Was wir jetzt so selber raussuchen. Wintermotive. Da kamen die 25 Cent. Habe ich einmal das in so einem dunkelbraun. Einmal das. Hier steht überall Weihnachten in verschiedenen Sprachen drauf. Dann ein bisschen schrägen. Dann einmal in einem helleren Braun. Das sieht eher mal so aus wie so ein Toffee. Auch wieder mit den Sternen. Und wieder mit der Schrift. Und dann in einem schönen Weihnachtsrot. Und da auch nochmal die drei gleichen. Die fand ich total schön. Jo.
So, dann auch mit dem gleichen Stand. Ich glaube, da habe ich am meisten mitgenommen. Hatten Sie Stempelkarten? Das sind für Geschenkanhänger. Da habe ich 1 € bezahlt für 100 Stück. Also ist auch Stempelpapier. Dann habe ich da so ein Twin, ich weiß nicht, wie es heißt, dieses Fädenbändel mitgenommen. Einmal braun. Und ich muss mal ausschütten hier. Und einmal in diesem Mintblau. Die kamen 1 €. Dann habe ich mir 2 Acrylblöcke mitgenommen. Kam jeweils 80 Cent für Schrift. Das kann man ja abfriemeln. Da sind die Klauen dann unten drunter. Dann habe ich mir diese. Ich glaube, das ist das Hartpappe, oder? Das ist sogar Holz. Ich glaube, das ist gepresste Pappe oder so. Ich fand das total schön. Geschenk mit drauf machen. Aua. Aua. Au. Au. Ah, wartet, meine kleine Katze. Aua, geh weg. Luna. Wollte gerade hochklettern. Und dann habe ich diese noch mitgenommen. Fand ich auch total niedlich. 2,50 € jeweils. Finde ich vollkommen in Ordnung. Und Stempel hatten ja auch unmontiert. Macht ja nichts. Und da habe ich diesen niedlichen Hasen. Und da sind wir am Anfang so erschrocken, weil schaut mal, wenn man den rumdreht. Oh Gott, 25 €. Nein, das sind niederländische Kronen. Gott sei Dank. 2,50 € kam der. Fand ich total süß. Dann habe ich einmal die Feder hier. 1,50 €. Dann habe ich einen kleinen Schmetterling, 50 Cent. Dann fand ich total, weil ich bin ja ein Kaffee-Junkie, ne? Coffee and Friends, all the perfect blends. Fand ich ideal. Und hier ist übrigens die E-Mail-Adresse, die ist jetzt wohl ganz neu, hat er gesagt. Ob man jetzt schon da bestellen kann, kann ich euch nicht sagen. Wenn, dann soll es aber wohl in naher Zukunft erfolgen, wenn ich das richtig verstanden habe. Versand ist natürlich logisch aus den Niederlanden ein bisschen teurer, aber schaut euch das an. Ist wunderschön und ich denke, es lohnt sich da. Die hatten noch mehr schöne. Au, Mensch. Dann habe ich mir diese Tannenzapfen mitgenommen und die kleine noch dazu. Auch wieder 50 Cent. Dann für meinen Filofax eine Sprechblase, was ich nicht. Das ist mir gestern erst aufgefallen. Hier ist noch ein Spruch drin, ein Smile. Aua, Mensch. Und dann habe ich diese Kaffeebohnen noch mitgenommen. So, wartet mal ganz kurz. Wartet, wartet. Aua. Komm mal. Schaut euch dieses kleine freche Monster an. Diese versucht die ganze Zeit bei mir am Bein hochzuklettern. Und ich muss hier in Ruhe drehen. Naja, so, das war Luna. Und das war's von mir, von meinem kleinen Haul, von der Messe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.